So, da sind wir schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich erziele Kopfschüsse. Nämlich genau 10 Stück. Jetzt wollte ich gerade sagen, genau 0 von 10 Stück. Das ist, wenn man liest und nachdenkt. So, dann wie gesagt, ihr seht ja hier unten den Creator-Code. Dann habt ihr bestimmt schon gemerkt, wir haben jetzt Werbung. Was bedeutet, ich bin jetzt richtiger YouTuber, kann man so sagen, weil ich ja jetzt damit Geld verdiene. Und ich habe ja gesagt, ihr kriegt von mir was zurück. Und das Ganze findet schon am Sonntag um 15 Uhr statt. Also jetzt den kommenden Sonntag, 15 Uhr im Livestream, könnt ihr einen Skin gewinnen. Was ihr dafür tun müsst, gerne natürlich abonnieren, die Glocke aktivieren, wäre nicht schlecht. Nicht, dass ihr es dann irgendwie vergesst oder so. Und dann seht ihr ja, wenn ich live bin oder wenn ein Video kommt. Wie gesagt, ich lade alle Aufgaben für euch hoch. Wirklich alle Aufgaben. Nicht nur die, die wahrscheinlich viele Klicks bringen, sondern wirklich alle. Dann halt den Shop täglich. Ich versuche es immer morgens hochzuladen, aber heute Morgen zum Beispiel ging überhaupt nicht, weil ich einfach todmüde war und sogar noch fast verpennt habe. Also auf die Arbeit habe ich es noch pünktlich geschafft, aber für Video war leider keine Zeit mehr. Deshalb kam das heute halt ein bisschen später. So, wie gesagt, gern Abo da lassen und das Wichtigste aber, mir eine Freundschaftsanfrage schicken. Nämlich an yt-familyhack. So, genau so geschrieben. Kann auch da klein geschrieben sein, da groß, das ist egal. Aber jedenfalls in den Buchstabenreihenfolge und halt der Unterstrich. So, dann auf Abschicken. Logischerweise, ich kann mir selber keine Freundschaftsanfrage schicken. So, jetzt fragt ihr euch, wieso sollst du das machen? Hat folgenden Grund. Wenn ich euch ein Skin schenken will, muss ich ja hier als Geschenk kaufen gehen, hingehen. Hier seht ihr, hier kann ich ganz normal euch die schenken. Aber, jetzt kommt nämlich das große Aber, deshalb nehme ich auch die Freundschaftsanfrage. Wir scrollen ein bisschen runter. Da haben wir schon Lil Chicken zum Beispiel. Mit dem habe ich eben erst das eine Video, glaube ich. Ne, gar nicht. Mit dem habe ich die Aufgabe fertig gemacht mit den Eliminierungen. Und deshalb kam er neu auf die Freundesliste. Kam halt komplett neu ins Stream rein. Habe ich gesagt, komm, ist gerade einer da, der mir die Aufgabe machen will. Er war es halt und hat mir eine Freundschaftsanfrage geschickt. Wie ihr seht, ich kann ihm nichts schenken. Ich kann ihm erst in 48 Stunden was schenken. Deshalb, wenn er jetzt zum Beispiel gewinnen würde, ich könnte ihm jetzt nichts schenken, selbst wenn ich will. Und deshalb halt die Freundschaftsanfrage. So, dann wisst ihr alle wahrscheinlich, wenn nicht, ich erkläre es kurz, hier unten rechts, falls ihr mich unterstützen wollt, gerne meinen Creator-Code eintragen. Nämlich YT-FamilyHack. So wie es da steht, dann auf Annehmen und schon habt ihr mich unterstützt und mit jedem Kauf, den ihr tätigt, bekomme ich natürlich auch noch ein bisschen was. Aber ich gebe euch ja was zurück. Ihr werdet es ja am Sonntag dann schon wieder sehen. So, dann gehen wir direkt mal rein in Gruppenkeile. Nämlich Headshots. Wir wissen alle, man macht sie gerne, aber sie funktionieren halt nicht immer. Deshalb würde ich hier echt Gruppenkeile empfehlen, weil es da in meinen Augen wahrscheinlicher ist, dass ihr in einer Runde, die zwar gefühlt 20 Minuten dauert, aber ich denke mal, da wird es am schnellsten funktionieren. Und probiert es nicht mit einer Sniper, weil da habt ihr natürlich, wenn ihr dann trefft, ist natürlich wunderbar. Aber wir wollen ja so viele Headshots wie möglich haben. Und wenn wir dem nur mit einer Maschinenpistole zwei Headshots geben, ist besser als mit einem Sniper. So, wo landen wir denn? Ich bin gerade überlegen, ob wir nicht direkt auf die Gegnerseite rüberfliegen sollen. Weil die nämlich dann noch nicht mit uns rechnen. Aber wir gucken einfach mal. Und wie gesagt, holt euch halt keine Sniper. Eigentlich am besten ist da zu empfehlen die Pistole. Pistole und da ziemlich nah hinter denen landen. Oder halt, wenn ihr mit der MP ziemlich fit seid, halt wirklich auch hinter denen und einfach wegspammen. Warte mal gerade gucken. Die Lags sind wieder übelst. Haben wir hier einen Gegner? Gucken, ob es hier zählt. Guck mal, nicht ein Headshot. Ah, einer. Und zählt es? Also hier zählen die Headshots auch wieder nicht. Ach, bleib doch stehen. Doch, die zählen auch hier. Und? Die zählen. Also, ihr braucht nicht viel machen. Außer im Startmenü
einfach Headshots verteilen. Ihr habt es ja gerade gesehen, ihr müsst noch nicht mal in eine Runde reingehen. Oh Mann, das war's ja an der Stelle wieder mal komplett. So, jetzt wollen wir noch ein paar Gegner wegholen. So einfach kann die Aufgabe ja wohl auch nicht sein. Also ihr habt es gesehen, ihr müsst noch nicht mal eine Runde spielen. Ihr könnt quasi in der Startlobby die Aufgabe beenden. So, ich fliege jetzt einfach mal zum Gegner ein bisschen rüber. Einfach mal gucken, ob wir hier ein bisschen was reißen können. So, wir sind auch schon direkt schon in der Zone. Ah, ich glaube, die fliegen eher zu Salty, würde ich behaupten. Und ich habe das Gefühl, das Leveln geht heute extrem schnell. Aber klar, die Aufgaben sind da. Da ist das sowieso so. Weil ich weiß noch, ich habe angefangen mit den Aufgaben. Da war ich Level 6, doch 96 habe ich gestern, glaube ich, noch gemacht. 96 oder 95, bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Und guck mal, ich bin ja jetzt schon Level 102, schon kurz vor 103. Und ich habe ja gesagt, macht die täglichen Medaillen. Und dann ist das eigentlich alles kein Problem. Dann noch die Missionen. Als Hilfe habt ihr ja meinen Livestream. Und natürlich meine Videos, wo ihr dann seht, was ihr machen müsst. Und dann, ich habe ja natürlich, klar, ich spiele zwar jetzt ein bisschen mehr, aber ich würde behaupten, das ist auch so easy machbar, dieses diesen Battle Pass. Also ich glaube, so einen einfachen Battle Pass mit Leveln hatten wir eigentlich noch nie. So, gefühlt sind hier irgendwie doch keine Gegner. Mal gucken. LOL. Ich meine, da waren auch Lecks dabei, um Gottes Willen. Aber das war jetzt mal total verämt. Aber sowas von total. Das war ja total. Totaler Ausfall. Aber wir kennen das Spiel. Wir wollen natürlich trotzdem den Kill. Das war echt total verkackt. Seit wann geht denn hier einer von hinten rein? Alter, was für ein Aim hat denn der? Beziehungsweise die. Da trifft ja alles direkt. Das ist schon kein Hobby-Fortnite mehr, das ist ja schon ein Pro-Gamer-Bereich. Ich glaube, das hier wird schon ein Zweikampf. Wenn ich mich jetzt das dritte Mal wegholt. Wo läuft die denn? LOL. Ach komm. Nein, es laggt. Mann, das ist doch nicht wahr hier, das, oder? Kann nicht sein, ey. Also, wenn ihr Aufgaben machen müsst, holt einfach mich mit in die Lobby, aber im Gegnerteam. Sag mal, was ist denn hier los? Seid froh, dass ich keine Facecam anhabe. Ich kann das hier gerade echt gar nicht glauben. Die Pros sind doch gerade Solo-Turnier am Spielen. Wie oft bin ich jetzt gestorben? Zweimal, drei, ne, viermal. Viermal. LOL. Oder ich spiele einfach mit zu vielen Bots. Ich gehe hier nicht raus, bevor ich hier nicht einen Kill habe. Aber es laggt aber auch eklig. Ja, das ist gefuddelt zu zweit. Ja, ja. Toll. Das war es an der Stelle wieder komplett. Ich glaube, das war jetzt der fünfte Tod. Natürlich hier ein Top-Spot. So, den holt aber jetzt weg. Wie nicht. Alter.
Ich glaube, ich lasse es einfach. Ich glaube, ich spiele auch heute kein normales Fortnite. Oder ich bin einfach zu müde. Keine Ahnung. Also, wie gesagt, wenn ihr die Aufgabe auch so geschafft habt, einfach in der Lobby sein, Headshots verteilen, Abfahrt. Also, das hier ist mir langsam zu blöd, hier die Lobby. Und wie gesagt, in dem Sinne, haut rein.